Alaska. Mensch, es ist Ende Juli und es ist irgendwie kaum zu glauben, dass wir den Großteil des Sommers irgendwie schon um haben. Was auch kaum zu glauben ist, dass immer noch die Sonne scheint, weil eigentlich um diese Zeit hier es langsam anfängt, dass wir viel, viel mehr Regen kriegen. Dieser Sommer war sehr, sehr trocken. Aber darüber wollte ich überhaupt nicht mit euch reden. Mir ist aufgefallen, dass ich euch überhaupt nicht gezeigt habe, dass wir vor ein paar Wochen am Byers Lake waren. Genau, der Byers Lake liegt im Denali State Park. Denali State Park ist südlich vom Denali Nationalpark. Und wir sind dorthin gefahren, weil wir eigentlich nach Anchorage mussten. Wir haben da seit 3 Jahren unser altes Kanu bei Freunden untergebracht. Und wie und warum ist eine total lange Geschichte und die gehört ja auch überhaupt nicht hin. Und es ist uns auch total peinlich, dass das da 3 Jahre stand, ohne dass wir es abgeholt haben. Dass wir uns in diesem Jahr gesagt haben, wir müssen unbedingt ein Wochenende hierhin, also nach Anchorage fahren und dieses Kanu abholen. Das Problem dabei ist, dass weder Dave noch ich gerne nach Anchorage gehen. Anchorage liegt total schön, hat Berge und Turnagain Arm, also diese quasi sowas wie ein Fjord oder so diese Bucht. Aber Anchorage selber ist auch einfach nur eine Stadt. Und sie hat viel zu viele Menschen aus unserer Sicht. Und sie hat viel zu viel Straßenverkehr aus unserer Sicht. Und ist einfach nur eine amerikanische Stadt. Du hast dort alle diese typischen amerikanischen Läden, amerikanischen Restaurants, diese ganzen Kettenrestaurants, die es überall gibt. Und uns fehlt einfach das Alaskanische da dran. Die Leute hier sagen auch, dass das Schönste an, oder das Beste an Anchorage ist, dass es so nah an Alaska liegt. Und für uns stimmt das total. Und ich möchte jetzt hier keinen irgendwie, der Anchorage total toll findet, irgendwie angreifen. Das ist einfach nur unsere ganz persönliche Meinung. Wie dem auch sei, wir haben uns also dann nach langem Hin und Her entschlossen, wir müssen irgendwie da runter. Wir haben uns aber auch entschlossen, wir wollen nicht mehr Zeit als notwendig in Anchorage verbringen. Also haben wir gedacht, wir schlagen unser Basecamp am Byers Lake auf. Das sind immer noch 3 Stunden Fahrt bis nach Anchorage. Aber wir dachten, wir machen das lieber als Tagesausflug, also 3 Stunden hin. Ein bisschen was einkaufen, was wir hier oben bei uns in Fairbanks nicht kriegen. Kanu abholen, Freunde treffen und dann abends wieder zurück zu unserem Camper am Byers Lake. Wir sind diesmal am Byers Lake Campground. Byers Lake liegt im Denali State Park, nicht Nationalpark, aber State Park. Und der Byers Lake Campground ist ein State Recreational Site. Hier sieht man den See und hier sieht man, hier gibt es diese 4 Camping-Dupes. Und im Winter, wenn ihr euch erinnert, waren wir in dieser Cabin hier. Da war der See zugefroren. Und es ist echt total interessant, wie anders das aussieht. Thank you.
wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mit uns einmal um den Byers Lake und genießt diese kleine Wanderung mit uns. Devil's Club to the left of me, Devil's Club to the right. Here I am, stuck in the middle with a couple of logs. Sense of balance in your mouth. Did I ever tell you that? I don't. Is no problem. I'm filming, how long can you hold it? Oh, as long as you want. This is natural here. This one I'm all slumped down. Sit up so they can see. Das hier ist die Remote Campsite, also der Ort, wo man etwas abgelegen vom Campingplatz sein Feld aufschlagen kann. Auch hier gibt es Picknick-Tisch und eine Feuerstelle. Und um hier hinzukommen, muss man entweder wandern, das sind so 2 Meilen, oder man nimmt das Kanu und paddelt von dort und überquert den See einmal. Und da ist sogar ein Plumpsklo hier an dieser Remote Campsite. Und dann gibt es hier diese Container, wo man seine Vorräte reintun kann, damit es weit ab vom Zelt ist, damit Bären nicht davon angezogen werden. Bear fur. Going up to there. Somebody rubbed on the tree. Show again how far up it is. Is that it? I think there, yeah. I'm not really sure because I see some hair here too. Some hair there.
Wie immer am Ende von diesen Videos möchte ich ein kurzes Update geben von unserem Brandstifter, der hier in der Gegend ist. Also wir haben jetzt ja mittlerweile, wenn ich das Video aufnehme, Ende Juli, Anfang August. Wir haben, glaube ich, seit meinem letzten veröffentlichten Video einen weiteren Brand gehabt. Also ein weiteres Haus ist abgebrannt. Das Haus war kein Wohnhaus, sondern auch wieder ein Community Building. Was gut ist, weil einfach keine Leute da drin waren. Und es gab aber auch einen weiteren versuchten Brand an einem Wohnhaus, der aber entdeckt worden ist. Es gibt Bekennerschreiben, ob die echt sind, also ob die wirklich von den Brandstiftern kommen, kann ich nicht sagen, aber es hat wohl jeder, dessen Haus abgebrannt ist, ein Bekennerschreiben in seinem Briefkasten, der hier irgendwo immer an den Straßenrändern steht, gehabt. Die Troopers, also die Polizisten, haben Schreiben bekommen mit verschiedenen Inhalten, aber naja, der Brandstifter oder die Brandstifter, denn in den Bekennerschreiben wird irgendwie besagt, dass es sich um eine ganze Gruppe handeln soll, sind bei weitem noch nicht gefasst. Ganz viele Brände sind immer in der Nacht von Freitag auf Samstag stattgefunden und so hat heute hier, ich sitze hier Samstagmorgens, als ich das aufnehme, und gestern Abend hat über ganz, ganz lange Zeit sind hier Hubschrauber rumgeflogen, die wohl wirklich irgendwie einen Suchmuster abgeflogen haben, um die Leute abzuschrecken, also die Brandstifter abzuschrecken. Ob es hilft, keine Ahnung. Soweit ich weiß, hat es zumindest keinen Brand in der letzten Nacht gegeben, was für uns schon mittlerweile ein gutes Zeichen ist. Wir haben uns gestern Überwachungskameras gekauft, die werde ich heute noch installieren, einfach um ein bisschen Sicherheit zu haben, wenn wir nicht zu Hause sind. Außerdem haben uns die Trooper dazu geraten, die eben sagten, dass Überwachungskameras, wenn sie sichtbar sind oder zumindest ein, zwei davon sichtbar sind, Brandstifter, aber eben auch andere Einbrecher oder sowas abschrecken sollen. Wir werden sehen. Es ist eine ganz, ganz blöde Situation, nicht zu wissen, welches Haus ist es als nächstes, wie lange geht das noch. Ich bin sehr, sehr ungerne weg und habe die Hunde im Haus, weil für mich wirklich, ich glaube, das Schlimmste wäre noch nicht mal, dass das Haus abbrennt, sondern das Schlimmste wäre für mich wirklich, dass wir irgendwo einkaufen sind und wir haben die Hunde zu Hause und es passiert etwas und ja, die Hunde kommen nicht raus. Naja, wie dem auch sei, wir probieren trotzdem unseren Sommer dadurch oder unseren Restsommer nicht komplett dadurch verderben zu lassen. Und ja, ich dachte, ich gebe euch einfach diesen Brandstifter-Update nochmal, da ihr mir da ja doch auch in den letzten Videos so schön zugehört habt. Für heute sage ich aber, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Passt alle gut auf euch auf, bleibt gesund und habt auch noch einen schönen Restsommer. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.